dass das eine der besten also eine der medizinischen Maßnahmen ist, die so gut überprüft ist wie wahrscheinlich noch nie. Absolut richtig, Gott gegeben, von oben kam es herabgesandt. Ja, das ist quasi das Heilmittel aller Heilmittel. Und das ist einfach, dass der Impfstoff ja im Körper abgebaut wird sehr schnell, dass der gar nicht mehr da ist. Ja, also, ja. Dass das extremst unwahrscheinlich ist. Ja. Apropos absolute Lügen. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar reden wir jetzt nochmal über die RKI-Files. Ja, sie sind wichtig. Sie müssen nach wie vor in den Fokus gebracht werden, damit die Leute es da draußen bis zur großen Entschwärzung nicht vergessen. Ja, wir wollen das Ganze nämlich nicht unter den Teppich kehren lassen. Wir sind mal gespannt. Jetzt angeblich im Mai soll das Ganze ja entschwärzt werden. Ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher, ob das auch eingehalten wird, weil Lauterbach da irgendwas gesagt hat, dass sich alles schwierig gestaltet und es nach Möglichkeit sogar länger dauern könnte. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn es überhaupt so weit kommen sollte, dass die Entschwärzungen der RKI-Protokolle höchstwahrscheinlich genau dann veröffentlicht werden, wenn die Leute schön mit der Europameisterschaft abgelenkt werden. Also wir werden auf jeden Fall mal schauen, was da noch kommt. Ja, schauen wir uns mal an, was es noch so zu den RKI-Protokollen zu sagen gibt. Wir legen auch direkt los. Wir werden heute die Risikoeinschätzung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland ändern. Wir werden sie ab heute als hoch einschätzen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt. Das waren weise Worte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wird nur darauf ankommen, wer mitspielt. Brechen wir es einfach mal so runter, was Angela Merkel dort gerade gesagt hat. Und genau so sieht es nämlich aus. Und das habe ich im Jahre 2020 alles gesagt. Ich habe gesagt, wenn die Leute nicht mitspielen, dann ist das alles vorbei. Leider kam es anders. Bundesweite Corona-Lockdown von Mittwoch an ist beschlossene Sache. Von einer Notbremse ist die Rede, denn so warnte Bundespräsident Steinmeier in einer Ansprache, die Lage sei bitterernst. Es ist ein gigantischer Skandal, ein Jahrhundertskandal. Die sogenannten RKI-Protokolle offenbaren ganz klar, dass die gesamte Corona-Politik der letzten Jahre auf keiner wissenschaftlichen Grundlage gefußt haben. Es war eine rein willkürliche politische Entscheidung, uns die Freiheitsrechte zu nehmen, den Lockdown zu implementieren und vieles mehr. Und der Oberhammer ist, dass diese Protokolle 2 Jahre lang herausgeklagt werden mussten und dass dann, als man sie herausgeben musste, ein Großteil geschwärzt wurde. Ja, also für die Leute, die noch gar nichts davon mitbekommen haben, kann ja sein, dass das jemand noch im Nachhinein sehen sollte. Ne? Also es wurde jetzt über 2 Jahre versucht, die RKI-Protokolle herauszuklagen. So lange hat man dafür gebraucht. Ihr solltet euch da draußen alle mal die Frage stellen, warum das Ganze überhaupt so lange gedauert hat. Dann, als es dann endlich herausgeklagt worden ist, waren viele Stellen geschwärzt. Ja, gerade wo es auch dann um den heiligen Zaubertrank ging, der ja großflächig verspritzt worden ist. Da ist übrigens alles geschwärzt. Da steht nur oben, worum es geht. Das kann man lesen oben, also quasi die Überschrift. Und dann ist es seitenweise geschwärzt. Kein Mensch weiß, was unter diesem Kapitel steht. Und ja, unter anderem konnte man da so Sachen lesen, wie, dass man nicht sagen sollte, dass Covid-19 gefährlicher sei als die Grippe. Das dürfte man nicht sagen, weil bei einer normalen Grippewelle mehr Leute sterben würden. Das ist übrigens kein Scherz. Vielleicht kommt es hier gleich auch mal im Video vor. Wenn nicht, dann werde ich es im Nachhinein hier nochmal einblenden. Ja, und all solche Sachen hat man dann in den RKI-Protokollen wiedergefunden. Ja, wo man jetzt mal dachte, jetzt müsste es eigentlich mal einen Aufschrei geben, weil ganz viele Leute da draußen, ja, jetzt normalerweise erschüttert sein sollten, was von ihnen alles verlangt worden ist, beziehungsweise aus welchem Grund sie die ganzen Maßnahmen einhalten sollten, weil dafür gab es nämlich nicht gerade wirklich viele. Aber mehr dazu hoffentlich jetzt in dem Video. Ja, sind wir in China oder was? Und trotz der Schwärzungen bergen diese Dokumente einen politischen Sprengstoff und belegen mal wieder, dass die Kritiker, Aluhutträger und Querdenker doch Recht behalten haben. Und die großen Mainstream-Medien sträuben sich stärker wie je zuvor davor, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Stattdessen macht man genau da weiter, wo man aufgehört, nämlich man diffamiert die Kritiker als ja, rechte Spinne natürlich und warnt davor, dass eine Aufarbeitung Demokratie gefährden würde. Kein Spaß. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich schon seit Monaten dafür plädiere, dass wir endlich eine faire und sachliche
richtige Aufarbeitung von damals benötigen, um auch die Gesellschaft wieder zusammenzubringen, um die Spaltung zu kitten. Und genau deswegen mache ich heute mit dir gemeinsam einen Deep Dive in die Protokolle durch die Geschichte der Corona-Zeit und schaue mit dir gemeinsam an, was damals wirklich passiert ist. Schnall dich an, halt dich fest, es hat es wirklich in sich und dir werden Haare ausfallen, grau werden or whatever. Egal ob geimpft oder ungeimpft, ob pro oder contra Lockdown, diese Nachrichten müssen raus. Denn selbst der größte Befürworter der Maßnahmen muss jetzt doch mal langsam dazu kommen, nachzudenken und sich am Kopf zu fassen und zu fragen, war das alles rechtens? Und ich bitte dich jetzt schon, dieses Video zu liken und zu teilen, denn es ist wichtiger denn je. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und, wie ich finde, essentiellen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Es ist ja schon absurd, dass ich als Finanzexperte mich solchen Themen annehmen muss, weil die großen Presseorgane dies nicht machen. Wie kann das sein? Ja, da muss ich dem Marc auf jeden Fall recht geben. Das ist ja eben das Lustige dabei. Die großen Medien, ja, die haben sich gar nicht wirklich darum bemüht, denn sie haben sogar das Ganze runterspielen wollen. Die haben das nämlich so gemacht, dass sie dann versucht haben, den Leuten da draußen zu suggerieren, ey, da war gar kein Skandal. So schlimm war das ja gar nicht, was da drin stand. Da haben die sich wirklich sehr drum bemüht. Aber Gott sei Dank ist der Plan nämlich nicht aufgegangen, denn viele Leute waren doch kritisch. Wenn man sich einige Berichte dazu anschaut, gerade auch auf YouTube, wenn einige Mainstream-Medien darüber berichtet haben, sieht man entweder die Kommentarfunktion ist ausgeschaltet, ja, oder aber wenn sie dann noch an ist, sieht man anhand der ganzen Bewertung und der Kommentare, dass man den Leuten da kein Wort glaubt und dass sie das einfach nur runterspielen wollen und dass da sehr wohl ein großer Skandal war. Und ja, es ist ein sehr großer Skandal gewesen, die Protokolle. Ja, es sind insgesamt knapp 2000 Seiten sogar. Ja, da kommt natürlich jede Menge Sprengstoff zusammen. Vor allen Dingen, es gibt da ja auch viele Seiten, die sind noch geschwärzt. Wer weiß, was da noch hintersteht. Im Übrigen habe ich eben gar nicht erzählt, die Schwärzung wurde so begründet, ja, völlig lustig übrigens. Es wurde gesagt, ja, man hat die Seiten geschwärzt, weil da ja sensible Daten zu sehen waren, von wegen, weil da ja auch Namen von Mitarbeitern des RKIs zu sehen sind. Und dann so dachte, naja, dann schwärzt doch einfach die Namen. Ja, was soll der Blödsinn? Ja, und das ist eben das, wo ich wirklich auch wieder mal sehr erstaunt darüber bin, wie leicht sich doch die Leute da draußen ködern lassen und dass sie das direkt wieder geglaubt haben. Wenn man den Leuten da draußen erzählt hat von wegen, macht euch keine Sorgen, dass das alles geschwärzt ist, das ist nur wegen den Namen, die beim RKI arbeiten. Wo man dann direkt so logisch fragen sollte, ja, warum ist das hier ein Telefonbuch oder was? Was ist das denn? Stehen da die Namen alle untereinander gelistet mit jeweils den Telefonnummern oder was soll das? Ja, also wirklich völlig verrückt. Und das war die Begründung dafür, warum da viele Seiten geschwärzt sind. Ja, und es gibt noch den wahren Journalismus. Aber wieso muss ein kleines Magazin wie das Multipolar-Magazin 2 Jahre lang darum kämpfen, um die RKI-Protokolle zu sehen und zu sichten? Und wieso macht das nicht wie früher der Spiegel, der für investigativen Journalismus bekannt war? Und wieso fängt man dann sogar an, das Multipolar-Magazin und den Redakteur anzugreifen und rechts zu framen? Aber klar, während fast alle Mainstream-Medien nämlich sich mit dem Thema Corona abgefunden und damit abgeschlossen haben, hat das Online-Magazin Multipolar genau das getan, was wahrer Journalismus tun sollte. Ja, und so ist es dem Magazin auch gelungen, die bislang geheim gehaltenen Protokolle des RKIs freizuklagen. Ja, du hörst richtig. Die waren geheim gehalten, man musste sie freiklagen. So viel zur Transparenz. Und statt es abzufeiern, was macht die Mainstream-Presse? Sie versucht, den Inhalt kleinzureden und framet auch den Journalisten und das Multipolar-Magazin als rechts natürlich, weil es sind Verschwörungstheorien, ganz klar. Gib mir mal nach dem Video Bescheid unten, ob du es auch als Verschwörungstheorie siehst und ob Multipolar und Paul Schreier Rechte sind. Ich glaube einfach, dass diese Nazi-Keule nicht mehr funktioniert und ich finde die auch langsam ein bisschen abgenutzt und inflationär verbraucht. Absolut. Willst du nicht? Grün? Rechts. Verwendest du keine Pronomen? Rechts. Findest du die grüne Energiepolitik missraten und gescheitert? Rechts. Willst du Kinder? Rechts. Und auch wenn sie Mainstream... Bist du gegen Impfungen? Rechts. Gehst du gerne wandern? Rechts. Ist jetzt versuchen, die Inhalte kleinzureden, so haben es die Protokolle doch tatsächlich in sich und haben auf einen Schlag wieder tausende Verschwörungstheorien wahr werden lassen. Ja, als Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, am 17. März 2020 die Risikostufung auf hoch eingestuft hat, ahnt noch keiner, dass das der Beginn einer beispiellosen Welle an harten Corona-Maßnahmen sein wird. Und wenn ich dir jetzt sage, dass diese Einstufung nicht evidenzbasiert war, sondern eine reine politische Entscheidung war, glaubst du mir das? Ist aber so. Und das ist der eigentliche Hammer.
Und da brauchen wir Aufarbeitung jetzt. Was haben wir nach dieser Einstufung gesehen? Lockdowns, Schulschließungen und der Ausschluss der Ungeimpften aus dem öffentlichen Leben. All das sollte in den kommenden Monaten folgen und war ein direktes Resultat der anfänglichen Panikmache vom RKI und der Bundesregierung. Doch bleiben wir beim Ausgangspunkt, nämlich der Risikohochstufung durch das RKI. War dies überhaupt wissenschaftlich irgendwie begründet? Im Artikel von Multipolar heißt es, Zitat, eine interne fachliche Diskussion zur Risikoeinschätzung gab es anfänglich. Die Hochstufung im März erfolgte jedoch abrupt und wurde offenbar von außerhalb des RKI initiiert. Ja, also quasi außerhalb des RKIs, wer auch immer das gewesen ist, ja, ob es ein Politiker war oder vielleicht, man geht sogar davon aus, dass es jemand vom deutschen Militär gewesen ist, der das Ganze angeordnet hat, dass es hochgestuft werden soll. Also so zumindest sind aktuell die Gerüchte. Ja, ob es so ist, weiß ich nicht. Der Name ist geschwärzt. Vielleicht wird er ja irgendwann entschwärzt. Und daraufhin wurde dann das Ganze erhöht. Ja, die Sicherheitsstufe wurde nach oben angehoben, um quasi etwas mehr Panik zu verbreiten, dass wir es hier jetzt mit einer etwas ernsteren oder ernstzunehmenderen Situation zu tun hätte. Kurzer Hinweis, ich habe zu den RKI-Files mit Dr. Gunter Frank ein Interview geführt, das findest du hier oben und unten. Und ich bitte dich jetzt schon, schau es dir an und bitte teile es kräftig, denn YouTube drosselt dieses Video und hat es natürlich erstmal gebannt. So viel zur Transparenz und zur Aufarbeitung und Aufklärung, die ist wohl nicht gewünscht. Dank dem DSA. Aber schauen wir, was das Multipolar-Magazin noch schreibt. Im Weiteren geht man darauf ein, dass der Druck von außerhalb über die Tage zuvor stark zugenommen hatte. Ende Februar noch hatte das RKI das Risiko für die Bevölkerung vorerst als gering eingestuft. Doch dann kam ein Bewusstseinswandel, denn gleichzeitig machte ein hochrangiger Mitarbeiter von Spahn Druck, dass man nun die Wirtschaft lahmlegen und Vorkehrungen für Ausgangssperren von unbestimmter Dauer treffen müsse. Ja, holla die Waldfee. Ein paar Tage später erhöhte auch die WHO den Druck auf die Regierungen weltweit und nachdem es die ersten 7 Fälle in Deutschland gegeben hatte, wobei kein Infektionsweg nachvollzogen werden konnte, erklärte auch Spahn, dass sich Deutschland am Beginn einer Corona-Epidemie befinde. Aber selbst da war das RKI immer noch eher zurückhaltend. Warum? Weil man die Zahlen hatte. So sagte RKI-Vizechef am 28. Februar 2020 noch, meine Einschätzung wäre, dass sich das in etwa bewegt in der Schwere wie eine starke bis sehr starke Grippewelle. Ja, also ihr habt es gerade gesehen hier, ne? Hier meine Einschätzung, dass sich das in etwa bewegt in der Schwere wie eine starke bis sehr starke Grippewelle. Später hat dann auch das RKI selber in seinen Protokollen geschrieben. Das war am 21.03.2021 müsste das gewesen sein. Ich suche es gleich nochmal raus. Da stand dann drin, dass man Covid-19 bitte nicht mit einer normalen Influenza-Welle vergleichen sollte. Eine normale Influenza-Welle ist schädlicher, irgendwie sowas. Ja, ich such's nochmal kurz raus. Das hier stand da drin, ja. Covid-19 sollte nicht mit Influenza verglichen werden. Bei normaler Influenza-Welle versterben mehr Leute. Zitat Ende. Das war vom 19.03.2021 aus den RKI-Protokollen. Heftig auf jeden Fall. ...wäre, dass sich das in etwa bewegt in der Schwere wie eine starke bis sehr starke Grippewelle. Also kein Grund zur Panik oder gar für Lockdowns. Am gleichen Tag betritt aber auf einmal dieser Mann hier, Bill Gates, die Bühne der Öffentlichkeit. Auf seinem Blog erscheint ein Artikel mit dem Titel How to Respond to COVID-19. Ebenfalls erscheint ein Beitrag von Bill Gates im New England Medical Journal, dem wohl angesehensten Medizinjournal der Welt. Komisch, oder? Und jetzt wird's lustig. Ja, da heißt ja immer, Mark, was bildest du dir ein, über fachfremde Themen zu referieren? Ja, das macht doch Bill Gates auch. Der ist Programmierer, hat nicht mal einen Uni-Abschluss, aber auf einmal publiziert er im angesehensten Medizinjournal der Welt über Medizin, obwohl er von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Ein Milliardär, der von niemandem jemals gewählt wurde, gibt Tipps und Tricks, wie man sich zu verhalten hat in einer Corona-Krise, die er vielleicht selbst ausgerufen hat. Und sicherlich ist es nur reiner Zufall, dass er kurz vorher in eine jahrelang erfolglose kleine Impffirma in Deutschland investiert hat und erklärt auf einmal der Welt, was zu tun ist. Aber in den folgenden Tagen wurde der Druck... Ja, das, was er da gerade gesagt hatte, fand ich jetzt sehr gut. Hier zum Beispiel... Bill und Melinda Gates investieren in deutsche BioNTech-Firma. Der Artikel ist vom 14.09.2019 und um den Dreh damals hat er jede Menge BioNTech-Aktien gekauft, der Bill Gates. Das ist kein Scherz. Jede Menge. So, ja, und wer war der Impfstofflieferant Nummer 1
und wurde weltweit am meisten verspritzt, sagen wir mal so, BioNTech. Er hat damals einen riesen Reibach mit den Impfstoffen gemacht. Und der Bill Gates hat nämlich dann es müsste Oktober oder November 2021 gewesen sein, quasi auf dem Peak des Ganzen, hat er alles wieder verkauft. Hat er schön die ganzen BioNTech-Aktien wieder verkauft, weil er ja dann geahnt hatte, dass es dann 2022 schnell alles einbrechen wird. Dann hat er das schnell dann auf seinem Peak verkauft. Ne? Hier mal das ganz kurz dazu. Weitere Informationen, besser gesagt, findet ihr übrigens in dem Buch Inside Corona. Ja, holt es euch auf jeden Fall. Ja, ich habe es auch bei mir. Es ist höchstwahrscheinlich das Buch der Bücher, wo ihr wirklich die meisten Informationen bekommt, wer da im Hintergrund alles miteinander verstrickt war. Lest euch das unbedingt durch. Es ist wirklich sehr, sehr harter Tobak, muss man wirklich sagen. Ja. Erklärt auf einmal der Welt, was zu tun ist, aber... In den folgenden Tagen wurde der Druck durch die Politik, durch WHO, aber auch durch Bill Gates immer größer. Spahn trat zum ersten Mal mit Drosten auf der Bundespressekonferenz auf. Ihr erinnert euch an diese Bilder. Doch das RKI blieb tatsächlich standhaft und eher zurückhaltend. Doch um den 16. März herum hatte man dann das RKI laut den Protokollen geknackt, denn da hieß es auf einmal, es soll diese Woche hochskaliert werden. Außerdem heißt es hier, dass man nur auf das Signal warte, um die Risikobewertung zu veröffentlichen. Ja, das war ja das, was ich eben gesagt hatte, dass man quasi auf das Signal warten solle. Ja, also das RKI hat auf das Signal gewartet, um die Risikobewertung anzuheben. Auf welches Signal? Von wem? Ja, tja. Wer genau das Signal gegeben hat, ist im Protokoll natürlich geschwärzt, ne? Und jetzt kommt der Clou. Offenbar gab es keine Dokumente oder Protokolle, die wissenschaftlich belegen, wieso man eine neue Risikobewertung vorgenommen hat. Du hörst richtig, es war rein willkürlich, so aus Lügsnullerei, das Motto, mal gucken, was gerade passiert und so. Oder vielleicht sogar, ja. Und somit ist klar, dass es für eine Hochstufung niemals irgendeine wissenschaftliche Grundlage gegeben hat. Und das Fatale ist, alle weiteren Maßnahmen wie Schulschließungen, Lockdowns, Ausgangssperren basierten auf dieser Hochstufung. Das heißt aber auch im Klartext, dass die Gerichte sich darauf verlassen haben, dass das RKI eine wissenschaftliche Einschätzung getroffen habe. Das war aber nicht der Fall. Eigentlich müssten jetzt auch alle Urteile gegen, Maskenverweigerer und so weiter zurückgenommen werden. Ja, sowieso. Aber es gibt noch weitere Erkenntnisse, die sich aus den Protokollen entnehmen lassen und die klar zeigen, dass man uns, sprich den Bürger, die ganze Zeit für dumm verkauft hat oder auf gut Deutsch verarscht hat. Im Protokoll zum 8. Januar heißt es zum Beispiel, verabschieden wir uns vom Narrativ der Herdenimmunität durch die Impfung. Weiter heißt es, dass man zur Verhinderung von Infektionen bei den mRNA-Impfstoffen bislang nur Daten aus Tierversuchen habe. Und weiter, es wird vermutet, dass die Impfung einen Herdeneffekt hat. So, ich wollte nochmal kurz hier, ne, damit wir uns das auch nochmal ein bisschen näher anschauen können. Ich bleibe klein, da unten links in der Ecke. So, hier steht auch, ne, zum Thema Verhinderung von Infektionen bei mRNA-Impfstoffen nur Daten aus Tierversuchen bei AstraZeneca bei Menschen nicht ausreichend. Ja, da steht es ja hier schwarz auf weiß, ne, im Endeffekt hier. Ne, da habt ihr das. Ja, und jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich zueinander. Was hat man den Leuten denn da draußen immer vorgegaukelt? Ich kann mich ja wieder groß machen. Was hat man denen immer gesagt? Richtig, man hat ihnen immer gesagt, wir haben sämtliche Versuche gemacht, das ist alles schon gut. Sowas zum Beispiel. Ja, das hat man den Leuten doch da draußen immer wieder gesagt. So, und letztendlich ist es so gewesen, dass man sie doch belogen hat. Es gab keine Langzeitstudien. Es kann ja auch so gesehen gar keine Langzeitstudien geben. Denn eine Langzeitstudie ist für mich 15 bis 20 Jahre. Dann könnte man etwas zu den möglicherweise gesundheitlichen Folgeschäden sagen. Gab es ja gar nicht. Kann es ja gar nicht gegeben haben. Und dazu hat ein sogenannter Bundesgesundheitsminister in einer Talkshow bei den öffentlich-unrechtlichen Medienanstalten ja gesagt, dass die Impfung nahezu nebenwirkungsfrei ist. Ja? Und das ist der absolute Hammer. Man hat schon damals gewusst, dass die Impfung keine Ansteckungen verhindern würde und trotzdem hat sich Wieler danach hingestellt und behauptet, dass jede Impfung dazu beitrage, dass die Fallzahlen flach gehalten werden. Pustekuchen. Und genau dieses Narrativ hat man bis aufs Letzte dazu verwendet, um Druck gegen die Ungeimpften zu machen. Wir erinnern uns an Söders »Die Pandemie der Ungeimpften«. Oder hier, Weltärztepräsident Montgomery, der bis heute zu seiner Aussage steht, dass es eine Tyrannei der Ungeimpften war. Und natürlich unvergessen und ein Klassiker, diese nette Dame hier in den Tagesthemen. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften.
dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Die angekündigten Maßnahmen in Sachsen und Bayern sind ein Schlag ins Gesicht für alle, die in den vergangenen Monaten solidarisch waren, die sich haben impfen lassen. Ja, es war wirklich, es ist immer wieder schön hier, ja, diese gute Frau da, die es damals in den Tagesthemen verkündet hatte, war ja auch der Startschuss zu Hashtag, ihr habt mitgemacht, ne? Das war ja die erste Szene bei Hashtag, ihr habt mitgemacht, Folge Nummer 1. Ah, es ist immer wieder ein Erlebnis und immer wieder schön, das zu sehen. Das unter anderem wird auch absolut in die Geschichte eingehen und das ist ja das historische Material, von dem ich immer gesprochen habe, ja. Vielen Dank an alle ungeimpften Menschen da draußen. Bin mal gespannt, wie sie jetzt aktuell dazu stehen würde. Aber auch sie wird höchstwahrscheinlich sagen, dass das alles richtig war und dass sie sich keiner Schuld bewusst ist. Und mit den Informationen von damals, ja, wie man immer so schön sagt. Die Einschränkungen sind notwendig, ohne Frage, wären aber nicht nötig gewesen, wenn mehr Menschen verantwortlich gehandelt hätten. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass die Gesellschaft wieder unter Druck gerät. Wieder Ärzte und Pflegekräfte über ihre Grenzen hinaus arbeiten müssen. Wieder Gastronomen und Ladenbesitzer um ihre Existenz bangen. Was das damals für eine geile Propaganda war, ja. Wirklich, wie sie uns so ein schlechtes Gewissen einreden wollten, ja. Meine Güte, das ist immer wieder geil, dass obwohl man es alles schon so oft gesehen hat, muss man trotzdem immer wieder darüber lachen, weil das ist ja echt gewesen, das ist ja hier kein Film oder kein lustiges Video oder eine Parodie oder was auch immer, das lief ja wirklich so, ja. Und Sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung Sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle. Dass Geimpfte weniger ansteckend seien als Ungeimpfte, blieb eine der wichtigsten Fehlinformationen der Pandemie, beziehungsweise der Corona-Krise. Ob es eine Pandemie war, muss man inzwischen auch in Frage stellen. Aber so weit hätte es niemals kommen dürfen. Eine weitere Frage, die während Corona immer wieder aufkam, wie gefährlich ist diese neue Krankheit eigentlich? Im Februar 2020 hatte Wieler noch Folgendes gesagt. Schaut selbst. Und in den Zahlen, die wir jetzt auf der Welt sehen, haben wir zurzeit, gehen wir davon aus, dass 1-2% der Menschen, die infiziert werden, vielleicht sogar sterben können. Also die saisonale Grippe, da haben wir Todeszahlen von etwa 0,1-0,2%. Das wäre fast 10-mal so viel. Ja, das ist also eine schwerwiegendere Krankheit. In den Protokollen steht jedoch, interessanterweise, dass man Covid nicht mit der Influenza vergleichen sollte, da bei der Influenza mehr Menschen versterben würden. Ja, das habe ich euch ja jetzt gerade eben auch gezeigt. Ja, und ja, da sieht man es mal wieder, wie diese Informationen einfach so weitergegeben worden sind, obwohl sie so nicht korrekt waren. Ne? Trotzdem hat ein Wieler das einfach so öffentlich immer wieder behauptet. Ne? Zufall? War er uninformiert oder was? Absicht. Da kann sich ja jeder da draußen selber ein Bild machen und deswegen kann ich es hier nun nochmal sagen. Wir brauchen eine vollumfängliche Aufarbeitung. Ich kann es hier nur nochmal sagen. Nur so kann sich so etwas nie wieder wiederholen. An alle Leute da draußen. Ihr solltet endlich zur Tat schreiten, euch vernetzen und eine Aufarbeitung fordern. Am besten mit Volksgerichten. Von der Politik können wir das nicht erwarten. Die Politik wird es auf gar keinen Fall machen. Wenn die eine Aufarbeitung macht oder zelebrieren würde, dann aber auch nur so, dass da so ein bisschen am Rande rumgekratzt wird. Ja, die Schulschließungen, ja, ja, da haben wir Fehler gemacht und Ende. Die harten Themen werden gar nicht erst besprochen. Ja, Nebenwirkungsfaktor oder dann auch Menschen, die plötzlich und unerwartet das Zeitliche gesegnet haben, ne, obwohl sie im gelben Heftchen einen gewissen Zaubertrank drin stehen haben. Alles nur rein zufällig, 25 Jahre alt, vorher top gesund, fällt einfach so um und ist tot. Das sind natürlich alles große Zufälle. Das ist ja das wollen die ja nicht, dass ihr das da draußen erfahrt. Also ich kann es immer nur wieder sagen. Es liegt in euren Händen. Wenn ihr wollt und die Masse es endlich in die Wege leitet, wird so etwas passieren. Aber wenn ihr euch ablenken lasst und es wichtiger ist, ja, dass man schaut, wie Deutschland bei der Europameisterschaft abschneidet und euch sonst nichts interessiert, werdet ihr halt weiter in der Lüge leben. So ist es halt. Interessant, oder? Auch hier sieht man wieder, hinter verschlossenen Türen hatte man offenbar eine ganz andere Meinung als da, was man nach außen hin vermittelte.
Wenn man sich die Aussagen des RKI so durchliest, könnte man fast glauben, das seien selbst alles Verschwörungstheoretiker, Querdenker und Aluhutträger. Ich könnte hier noch etliche weitere Beispiele aufzählen. Zum Beispiel, dass man die ganze Zeit wusste, dass ein Mund-Nasen-Schutz nicht sinnvoll ist oder dass man sich im Klaren darüber war, dass die Lockdowns schwerere Konsequenzen haben könnten als die Krankheit selbst. Und da möchte ich auf eins hinweisen, für was ich großen Shitstorm bekommen habe. Ich habe damals im Streitgespräch beim Spiegel mit dem Wirtschaftsweisen Peter Bofinger gesagt, dass die Corona-Maßnahmen mehr Schaden anrichten werden als das Virus selber. Und jetzt nach 4 Jahren, muss man sagen, habe ich recht behalten. Aber den Shitstorm, die Diffamierung, die Diskreditierung, die meine Person angetroffen hat, war gigantisch. NTV möchte mich genau aus diesem Grund nicht mehr einladen, weil man meine Person keine Plattform geben möchte. Schreibt mal alle an NTV. Nach dem Motto, hey, der Macher hat doch recht gehabt. Das sagen selbst die Protokolle des RKI. Oh. Lieber Marc, ich kann dir nur eine Sache sagen. Einfach nur mal so von Mann zu Mann. Bieder dich niemals Menschen an, die dich schon mal fallen gelassen haben. Wenn Menschen dich und vor allen Dingen auch noch zu Unrecht aus ihrem Leben werfen, ist das Widerlichste, was du machen kannst, wieder angeschissen kommen und dann sagen, ja, aber guck mal, ich hatte doch recht, jetzt nehmt mich wieder auf. Nein, nein, nein. Die müssen den Fehler zugeben. Die müssen sehen, oh, die haben Fehler gemacht und die müssen zu dir kommen, dich um Entschuldigung bitten und dann kann man wieder, ja, etwas zusammen machen. Aber niemals zu Kreuze kriechen und sagen, ach, guck mal, ich hatte doch recht, jetzt nimmt mich doch wieder auf. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, das ist so, wer einmal fremd geht, wird es immer wieder tun. Wer verzeiht, wird sein Lebtag in einer unglücklichen Beziehung leben. Es ist einfach so, ja. Es gibt leider da draußen immer mal wieder so Fälle, wo Paare, ja, wo sie sich gegenseitig bescheißen oder einer bescheißt und dann wird das Ganze verziehen. Wer das verzeiht, wird immer ein schlechtes Gewissen haben. Egal, was passiert. Du wirst immer im Hinterkopf haben, ey, der macht bestimmt jetzt wieder was oder was auch immer. Du wirst ab diesem Zeitpunkt keine harmonische Beziehung mehr haben. So ist es halt einfach. Deswegen, manchmal muss man hart sein und dann muss man einfach sagen, ich zieh das hier jetzt durch, egal, auch wenn es schmerzhaft ist. Und so sollte man sich niemals Leuten anbiedern, die einen auch noch vollkommen zu Unrecht gecancelt haben. Nie wieder. Oder Markus Söder zum Beispiel. Ihr alle erinnert euch sicherlich an seine harte Politik während Corona. Der König von Bayern hatte damals sogar die Impfpflicht für Kinder gefordert. Davon will jetzt nichts mehr wissen natürlich. Außerdem hatte Söder den STIKO-Chef öffentlich heftigst attackiert, weil dieser gesagt hatte, dass er sein Kind nicht impfen lassen würde. Aber zum Glück, das Internet vergisst nie. Oder erinnerst du dich an den tollen Ethikrat? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass auf den Joshua Kimmich im Moment unheimlich viel einprasselt. Und ob er will oder nicht, da steht er in einer besonderen Verantwortung. Er ist einfach eine öffentliche Person. Also wir haben ja tatsächlich vom Ethikrat sogar gesagt, es gibt eine moralische Pflicht für uns alle, uns impfen zu lassen. Es ist natürlich besonders schade, wenn er solchen Falschinformationen aufsitzt und irgendwie denkt, da könnten noch irgendwelche Langzeitfolgen oder sowas entstehen. Und Quatsch, ja. Quatsch, Langzeitfolgen, natürlich nicht. Ja, Quatsch hier wieder. Schwurbelrei hier wieder. Jetzt Verschwörungstheoretiker da draußen. Langzeitfolgen. Hat es doch zum Glück niemals gegeben. Weil wir haben ja alle gelernt, ja, die Impfung ist nahezu nebenwirkungsfrei. Ja, und das hat sich ja bis heute bestätigt. Gott sei Dank haben wir so wunderbare Menschen wie Lauterbach oder auch hier die wunderbare Büchs. Ja, Frau Büchs. Ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Alena Büchs heißt sie, glaube ich, ne? So müsste sie, glaube ich, heißen. Zum Glück, danke, dass es euch gibt. Ja, das ist immer wieder schön. Das dann eben erklären, dass das eine der besten medizinischen Maßnahmen ist, die so gut überprüft ist wie wahrscheinlich noch nie. Absolut richtig, Gott gegeben, von oben kam es herabgesandt. Ja, das ist quasi das Heilmittel aller Heilmittel. Und das ist einfach, dass der Impfstoff ja im Körper abgebaut wird sehr schnell, dass der gar nicht mehr da ist. Ja, also, ja. Dass das extremst unwahrscheinlich ist. Dass er gar nicht mehr da ist. Der ist ja nicht mehr da. Das ist schon während der reingespritzt wird, in dem Moment ist er eigentlich schon weg. Da sollte man sich eigentlich die Frage stellen, warum man das dann eigentlich macht, wenn doch der Wirkstoff relativ schnell wieder weg ist. Aber gut, ich frage nicht nach. Ich bin ja nur der böse Schwurbler, der von allem keine Ahnung hat. Dass da irgendwelche Langzeitfolgen entstehen. Nein, in den Krankenhäusern nein. Liegen fast nur Menschen, die nicht geimpft sind. Das muss man sich einfach klar machen. Absolut richtig, ja. Again. Schlecht gealtert, würde ich sagen, Frau Buix.
Übrigens, Frau Buix hat mich auf X, ehemals Twitter, geblockt, nachdem ich sie mit Fakten konfrontiert habe. Auch das ist eine Möglichkeit der, ja, der Auseinandersetzung des Diskurs, aber ist es moralisch und ethisch vertretbar, jemanden zu blocken, nur weil er mit einem sprechen möchte? Auch hier nochmal mein Hinweis, ich lade Frau Buix natürlich ein und wenn du mir helfen möchtest, dann schreibe mal eine E-Mail, ich werde es unten verlinken, wie du sie erreichst, ob sie zu mir in den Kanal kommt, um fair gemeinsam über die Zeit zu reden, um wirklich Aufarbeitung zu betreiben. Niemals im Leben wird sie kommen. Also wirklich, da könntest du wirklich Haus und Hof drauf verwetten, dass die niemals zu Marc Friedrich in die Sendung kommen würde. Die kommen doch nur zu Sendungen, wo denen keinen so große kritischen Fragen gestellt werden. Bedeutet, zu irgendwelchen Talkshows der öffentlich-unrechtlichen Medienanstalten. Und übrigens, vom Ethikrat gibt es auch keine Stellungnahme zu diesen Aussagen und noch keine Entschuldigung zu dem, was sie gesagt hat. Nach allem, was jetzt bekannt geworden ist, könnte man meinen, dass es endlich einmal Entschuldigungen seitens der Verantwortlichen geben würde. Doch wer darauf wartet, der wird leider enttäuscht werden. Über die RKI-Files hatten kurz nach Veröffentlichen vor allem die alternativen Medien berichtet. Doch der Aufschrei war irgendwann so groß, dass auch die Mainstream-Medien gezwungen waren, es sich mal anzuschauen und nicht mehr weggucken konnten. Am 24. März erschien dann ein Artikel im ZDF mit dem Titel »Die brisanten Corona-Protokolle des RKI«. Und hier wird es brisant, denn nach Veröffentlichung hat man hier offenbar nochmal am Artikel bisschen rumgedoktert. Hier hat man nämlich folgenden Satz entfernt. Auf welcher wissenschaftlichen Grundlagen die Hochstufung erfolgt, bleibt unklar. Stattdessen steht jetzt im neuen Artikel, die Passage in den Protokollen legt allerdings nahe, dass das RKI die Risikobewertung selbst gemacht und nach dieser das Risiko als hoch eingestuft hat. Einzig die Veröffentlichung der Risikobewertung hing demnach von der Freigabe der nicht namentlich genannten Person ab. Ja, holla die Waldfee. Also, die Passage in den Protokollen legt allerdings nahe, dass das RKI die Risikobewertung selbst gemacht und nach dieser das Risiko als hoch eingestuft hat. Ja, ganz wichtig der Satz hier. Einzig die Veröffentlichung der Risikobewertung hing demnach von der Freigabe der nicht namentlich genannten Person ab. Heißt ja nichts anderes, als dass das RKI gewartet hat, dass jemand das Signal gibt, um das Ganze hochzustufen. Wieso wird denn hier suggeriert, dass das RKI es angeblich selber hochgestuft haben soll und gewartet hat, dass wer auch immer dahinter steckt, das Signal gibt? Hier unten steht es ja auch sogar nochmal. Am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald ein Signal dafür gibt. Hier steht ja, am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet, also da unten. Aber wer ist denn derjenige gewesen, der die Risikobewertung vorbereitet? Hat. Es steht ja mit keiner Silbe da, dass das RKI das war. Es hätte ja rein theoretisch der Krisenstab gewesen sein können, der die neue Risikobewertung vorbereitet hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Ging demnach von der Freigabe der nicht namentlich genannten Person ab. Ja, holla die Waldfee, da war man wohl zu voreilig gewesen und scheinbar musste man noch schnell versuchen, das RKI doch in Schutz zu nehmen. So viel zur Unabhängigkeit des ZDF. Das Problem ist nur, dass falls das so stimmt, dann müsste es dazu auch Dokumente und Protokolle geben. Doch, ja, die gibt es nicht. Das schreibt das Multipolar-Magazin. Du siehst also, es ist ein Kasperletheater und statt endlich mal richtigen Journalismus zu machen, versucht man noch zu retten, was zu retten ist, diejenigen, die die Wahrheit ans Licht bringen, zu diffamieren und so weiter. Kein Wunder also, dass es mittlerweile sogar einen internen Aufstand bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt, die sich gegen die Diffamierung von Andersdenkenden wenden. Aber das ist ein anderes Thema. Auch in anderen Beiträgen von ARD und ZDF macht man genau da weiter, wo man aufgehört hat. Und auch in der Politik gibt es nur Schnappatmung bei all den Veröffentlichungen. Karin Göring-Eckardt von der Friedenspartei Bündnis 90 Die Grünen warnte, dass die Aufarbeitung die Demokratie gefährden würde. What? Ja, warum? Weil diejenigen, die gewählt wurden, Sachen gemacht haben, die undemokratisch waren und die Bürger auf die Palme bringen. Es war eure Schuld. Ihr seid verantwortlich. Statt endlich die Brücke zu bauen, zu sagen, okay, es war ein Fehler und die breite Bevölkerung zu besänftigen, sagt man, diejenigen, die die Wahl ans Licht bringen, diejenigen, die den Finger in die Wunde legen, sind diejenigen, die die Demokratie gefährden. What? Was? Ja, und das Lustige ist, das zieht doch noch bei diesen ganzen Leuten, die dann Hörenschaden davontragen da draußen. Die Hörengeschädigten, wie ich sie jetzt auch gerne mal nenne. Das Geile ist also, die Katrin Göring-Eckardt sagt ja nichts anderes als die Menschen, die weiter nach Aufarbeitung schreien, während diejenigen, die dadurch die Demokratie gefährden würden, weil wir eine Aufarbeitung wollen, weil wir die ganzen Fehler aufgearbeitet haben wollen. Und sie sagt, wir würden dadurch die Demokratie gefährden. So kann man alles um 180 Grad verdrehen. Absolut genial.
Was ist deine Meinung dazu? Bitte mal unten posten. Fucking hell! Ja, hätte die Politik nämlich damals ihren Job gemacht und die Menschen nicht in Angst und Schrecken versetzt, dann müsste man jetzt auch keine Angst haben, dass in irgendeiner Weise Demokratie tatsächlich gefährdet sei. Wo war denn die Sorge um die Demokratie, als man damals die Grundrechte außer Kraft gesetzt hat und Kinder vom Schlitten gezogen hat oder Leute, die durch den Park gejoggt sind, gefangen hat? Wo war die Sorge um die Andersdenkenden und die Menschen, die berechtigte Zweifel vor einer neuartigen Impfung hatten und die dann damals als Schädlinge sogar bezeichnet hatte in so einem Nazi-Sprech? Wo war hier die Sorge um die Verrohung der Sprache, als man Ungeimpfte als Blinddarm der Gesellschaft bezeichnet hatte? Die Protokolle zeigen mal wieder ganz klar, dass die Kritiker recht hatten. All die Spinner, all die Aluträger, egal ob Bagdi, Vortax oder wie sie alle heißen, oder dieser eine Schwabe da, Friedrich, ja genau, die dann immer wieder diffamiert und diskreditiert worden sind, haben mit fast allem Recht behalten. Und aus Verschwörungstheorien wurden Verschwörungen. Nochmal, es geht ja nicht darum, Recht zu behalten. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich auf der richtigen Seite der Geschichte stand. Und ich bekomme jeden Tag Feedback, dass ich vielen Menschen während dieser Corona-Zeit geholfen habe, dass ich eine Art Schulter war, an der man sich anlehnen konnte und auf die man sich verlassen konnte. Und das ehrt mich ungemein und das möchte ich auch weiterhin machen in allen Bereichen, egal ob Gesundheit oder Gesellschaft oder natürlich auch Politik, Geopolitik oder natürlich Finanzen. You get what you see. Ich bin authentisch, ich bin unabhängig von Politik, Parteien und so weiter. Mir geht es darum, dass wir als Gesellschaft, dass wir als Spezie uns auf den richtigen Weg befinden. Und meine demokratische Pflicht ist es, oder ein Akt der Nächstenliebe, dass ich meinen Mitmenschen helfe, weil ich möchte, dass es meiner Spezie gut geht. Ja, absolut. Ja, ich wollte ihn jetzt nicht unterbrechen, aber mir geht es aber auch ehrlich gesagt darum, dass wir endlich anerkannt werden, dass wir Recht hatten. Na klar geht es mir auch darum. Ich würde jetzt lügen, würde ich sagen, dass ich das nicht wollen würde. Weil im Endeffekt ist es ja so, man hat etwas gesagt, was auch alles so eingetroffen ist. So, und dementsprechend möchte man ja auch dafür den Respekt haben von der anderen Seite, weil die uns ja als Schwurbler bezeichnet haben. Das ist ja ganz wichtig hier bei diesem Vergleich. Weil hätte ja keiner uns angegriffen, weil sie haben uns ja ständig angegriffen. Sie haben uns ja versucht, aus der Gesellschaft zu verdrängen. Sie haben uns diffamiert, diskriminiert, ja, und zu Menschen zweiter Klasse herabgestuft. Und wir hatten trotzdem mit allem Recht. So, und normalerweise müssten die jetzt kommen, sich dafür entschuldigen und sagen, okay, wir wurden da aufs Glatteis geführt. Aber das ist ja eben nicht der Fall. Und deswegen beharre ich weiter darauf. Wir hatten Recht und wir werden auch auf kurz oder lang unser Recht und vor allen Dingen den Respekt bekommen. Denn du kannst nicht einfach hingehen und sagen, dass 1 plus 1 nicht 2 ist und ihr erschwurbelt euch da draußen jetzt was und sagt, ja, 1 plus 1 ist eigentlich 3. Ne, 1 und 1 bleibt weiter 2, egal wie oft ihr es versucht zu leugnen. Es bleibt für ewig eine 2. Wenn du 2 Äpfel hast, ja, einen, also jeweils in einer Hand, ja, also ein Apfel hier, ein Apfel dort, dann ergibt das 2 und nicht 3. So, und das ist nämlich dieses grundlegende Problem. Und mir geht es darum, auf jeden Fall, dass die Leute endgültig zu ihren Fehlern stehen, Selbstreflexion betreiben und uns den Respekt zollen, den wir verdient haben. Unabhängig von Nationalität, von Sexualität, von Hautfarbe oder Religion. Fakt ist, man hat uns während der Corona-Zeit auf gut Deutsch verarscht. Und es hat nie irgendwelche wissenschaftlichen Grundlagen für all diese harten Maßnahmen gegeben. Fakt ist, dass die Aufarbeitung jetzt erst so richtig losgehen dürfte. Und die haben wir bitter nötig. Denn Einsicht gibt es bei den Verantwortlichen anscheinend immer noch nicht. Bislang hat es noch nicht einmal eine Entschuldigung gegeben. Und das wäre meiner Ansicht nach das Mindeste, was kommen müsste. Ich kann nur dazu aufrufen, dass wir eine faire, friedliche Aufarbeitung vorantreiben. Nicht aus Vergeltung oder Rache, sondern weil so etwas sich nicht noch einmal wiederholen darf. Und weil es natürlich die Gesellschaft wieder zusammenbringen würde und auch das Vertrauen in die Institution, in die Politik zurückbringen würde, dann bräuchte man doch keine Angst haben vor linken oder rechten extremen Parteien. Die historischen Fehlentscheidungen, die Inkompetenz, die Lügen haben ja erst andere Parteien größer gemacht, weil wir das Vertrauen in die Institutionen weltweit verloren haben. Ich bin daher auch dagegen, dass wir diejenigen, die sich entschuldigen, weiter an den Pranger stellen oder klein machen. Wir werden aufeinander zugehen müssen. Doch dazu müssen die Verantwortlichen endlich auch zugeben, dass sie massive Fehler gemacht haben. Was meinst du? Was würdest du dir wünschen? Schreib es mir bitte in die Kommentare. Und bitte teilt dieses Video, weil es ist extrem wichtig, dass diese Nachrichten rauskommen. Und zwar auch an diejenigen, die für den Lockdown waren, die für die Maßnahmen waren, die geimpft sind und so weiter. Und nur wenn du dieses Video teilst, wenn du Multiplikator bist, dann können wir auch mehr Menschen erreichen. Und mich würde auch mal interessieren, vielleicht ist der ein oder andere auch jetzt in der Zwischenzeit hier bei mir im Kanal gelandet, der vielleicht vorher für die Maßnahmen war, der gesagt hat, ja klar, komm alles her mit den Impfungen und so weiter. Schreib es dann bitte unten rein, würde mich wirklich freuen und ehren. Und ich danke jetzt schon allen, die immer wieder auf mich zukommen und sagen, Mensch Marc, danke für deine Arbeit während der Corona-Zeit. Das hat mir wirklich Halt gegeben. Und ich sage nur eins,
Tausend Dank euch allen für eure Unterstützung. Ja, man muss aber hier auch sagen, dass das natürlich nur die wenigsten machen. Also das wird irgendwo bei 3-5% maximal sein. Also das schaffen nur die wenigsten, sich selbst zu reflektieren und auch selbst Fehler einzugestehen. Und nochmal, ich habe den größten Respekt vor Menschen, die ihre Fehler eingestehen und sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Weil kein Mensch da draußen ist perfekt. Wir haben alle im Leben schon Fehler gemacht. Jeder einzelne von uns. Wir haben alle mal Scheiße im Leben gebaut. Ja? Wichtig ist, daraus zu lernen und zu sagen, dass man das nicht nochmal macht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und die Leute, die selbstreflektierend an die ganze Sache rangehen, die jetzt sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich habe mich davon etwas leiten lassen, die sind natürlich herzlich willkommen. Ich habe es hier immer schon gesagt, diese Leute sind hier alle herzlich willkommen. Wir schließen doch niemanden aus, Mensch. Aber diejenigen, die immer noch mit dem Finger auf uns zeigen, und das sage ich auch ganz, ganz in aller Deutlichkeit, die immer noch zeigen und uns immer noch verunglimpfen und immer noch von Schwurblern reden oder was weiß ich, ihr da draußen, euch sage ich ganz klar, ihr seid bei mir nicht herzlich willkommen. Euch will ich gar nicht. Ihr sollt da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Da bitte bleibt da, aber lasst uns endlich in Ruhe. Ja, und vor allen Dingen hört auf, dagegen zu argumentieren, weil es nichts mehr zu argumentieren gibt. Ihr lagt falsch, ihr wurdet hinters Licht geführt und jetzt steht endlich dazu, dass man euch einen Bären aufgebunden habt. Oder, wenn ihr das nicht wollt, schweigt für immer. Lasst ein Abo da und wie gesagt, unterstützt mich, indem ihr zum Beispiel mein Buch kauft oder natürlich den Kanal weiterempfehlt. Apropos Buch, ich meine, das Buch kam in die beste Liste nur durch euch. Es gab keine große Medienanstalt, keinen Fernsehkanal, der mich einladen wollte, weil oft war der O-Ton, ja, sie waren ja skeptisch während der Corona-Krise oder sie haben sich gegen die Impfung ausgesprochen. Kein Spaß. Und deswegen ist diese Graswurzelrevolution so wichtig. Deswegen brauche ich euch. Deswegen kauft das Buch, empfehlt es weiter. Nur so können wir tatsächlich auch was erreichen. Und zum Schluss möchte ich nochmal die herausragende Arbeit der Redaktion von Multipolar loben und ganz klar meinen Respekt zollen. Das ist wahrer Journalismus, den wir brauchen. Den müsste auch der Spiegel und die FAZ wieder mal sich aneignen. Schaut gerne mal mit Multipolar vorbei und lasst vielleicht eine kleine oder große Spende da. Denn solch eine Arbeit muss honoriert werden. Und ja, denkt immer daran, wegen der Wahrheit und wegen wahren Journalisten wie bei Multipolar und Paul Schreier, die sowas aufdecken, was die an der Spitze nicht hören wollen, ist die Welt da draußen besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Abstand halten, Händehygiene und dort, wo wir Abstand nicht halten können, zusätzlich Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das gilt für drinnen und draußen. Also das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Ja, und dann ist es halt so, wenn es trotzdem zu lokalen Ausbrüchen kommt und es trotzdem zu größeren Ausbrüchen kommt, dann kommen natürlich die lokalen Maßnahmen dazu. Das kann dazu führen, dass man lokal wieder bestimmte Ortschaften schließt, dass man lokal dazu führt, dass man Gaststätten schließt, dass man bestimmte Maßnahmen, die man gelockert haben, dass man diese Maßnahmen wieder anzieht. Aber das ist nochmal, das ist wirklich der entscheidende Grund, warum wir so viel Wert darauf legen, dass die Gesundheitsämter gestärkt werden, warum auch dieses Maßnahmenpaket für die Gesundheitsämter geschürt wird, damit die Ausbrüche schnell erkannt werden, damit viel getestet wird, dass wir Fälle schnell erkennen, dass wir Untersuchungen schnell erkennen, dass wir Menschen schnell in Quarantäne schicken. Das sind ja alles nur aber reaktive Maßnahmen. Ja? Und die müssen natürlich so gut wie möglich durchgeführt werden. Wir haben die Testkapazität enorm erhöht. Wir haben die Gesundheitsämter unterstützt und so weiter und so fort. Aber das sind alles nur reaktive Maßnahmen. Wir wollen die proaktiven Maßnahmen, die Präventionsmaßnahmen. Und das sind die AHA-Regeln. Ja, so, eben noch viel zu früh Applaus hier gegeben. Das mal eben zu dem Video, nur ein kleiner Einblick in das Ganze. Ich sag's den Leuten da draußen immer wieder, die ganzen RKI-Protokolle durchzunehmen. Das wird sehr, sehr viel Zeit kosten, das muss man hier immer wieder sagen. Das sind sehr, sehr viele Seiten. Vieles davon ist natürlich auch uninteressant. Und man darf nicht vergessen, dass viele Seiten noch geschwärzt sind und dass es vielleicht mal ein größeres Video über die wichtigsten Stellen der RKI-Protokolle geben wird. Das wird es sicherlich irgendwann in der Zukunft geben. Tja, ihr da draußen seid jetzt wieder mal gefragt, was sagt ihr zu den ganzen Informationen? Habt ihr überhaupt noch Vertrauen? Oder ist es so, dass ihr dem Ganzen immer noch folgt, weil ihr dahinter keine Verschwörung seht? Also Verschwörung in dem Sinne, dass ihr euch möglicherweise die Unwahrheit gesagt haben könntet. Schreibt es gerne mal in die Kommentarfunktion und vor allen Dingen, wie werdet ihr zukünftig an die ganze Sache rangehen? Ist es für euch so, dass ihr vielleicht gar kein Vertrauen mehr in den pharmazeutischen Komplex habt? Das
könnt ihr mir ebenfalls in die Kommentarfunktion schreiben. Bewertet das Video gerne, ja, lasst ein Like da und geht auch bitte auf das Video des Erstellers. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt drauf. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht es gut und ciao.